Okay, die Frage ist jetzt, ob ich die Kiste noch aufkriege. Das wäre interessant. Warte mal kurz. Ah ja. Naja, hat ein bisschen was gebracht. Ein Zunderpilz. Okay. Und Leder. Keine Maden mehr. Ben ist weg. Auf immer und ewig. Gut zu wissen. Oh, hat er hier die Tage? Wie lange er schon hier ist? Alter Falter. Also die Jahre sind es nicht, das kann nicht sein. Was sind denn das? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 Tage. Wenn das Tage sind, dann 80 Tage war er hier. Also hier dürften die Mahnen ja nicht weg sein. Armer Bursche. Kein Wunder, dass er bei dem Essen vom Fleisch fällt. Anthea, hör auf. Das ist mit Abstand dein schlimmster Kalauer. Gefällt mir gut. Ist das vom Bein und vom Arm von Benedikt, dieses Stück Fleisch, oder ist das was anderes? Naja, gut, die Mahnen sind weg. Und hier kann ich jetzt. Ah, hier kann ich jetzt auch machen. 8 Real ein Stück. 20, okay, das war's. Aha, hier rasten. Ich kann wahrscheinlich jetzt hier ein Lager daraus machen, schätze ich. Ich will aber nicht auf das Madenteil. Ich will mich nicht darauf setzen. Auch wenn es keine Maden mehr sind, aber. Naja. Phantomsatz. Was ist das denn jetzt? Ach so, weil sie wahrscheinlich. Weil sie Essenz in sich aufgenommen hat. Dann ist das offenbar einfach begrenzt. Oh, scheiße. Scheint einfach begrenzt zu sein, demnach. Ich lasse einfach mal das. Und das. Das ist gut. Mehr Schaden. Okay, und was haben wir jetzt hier? Anter kann ätherische Portale durchqueren, die als Abkürzung durch das Totenreich ins Lebendenreich fungieren. Im Kampf kann Anter auf Gegner zustimmen und dabei eine geringe Menge an Schaden verursachen. Die Phantomsatzmanifestation wurde nach dem Verzehr der Essenz, die Benedikts Fessel durchdrängte, freigeschaltet. Und was haben wir jetzt hier? Red verursacht 30% mehr Schaden an Gegner mit voller Gesundheit. Das ist nice. Komboangriff, auch cool. Wenn ein Angriff erfolgreich pariert wird, werden 15 Geisterpunkte wiedergeschaltet. Auch nicht schlecht. Ich mach mal das hier. Da haben wir gleich zu Beginn einen Vorteil im Kampf. So, ausruhen, Inventar. Hier kann ich erhöhen, aufrüsten. Gewöhnlich. Okay, und dann hatte sie noch ein Amulett, glaube ich, oder? Wenn ich jetzt raste, dann fühlt sich ja das wieder auf. Aber dann sind die Gegner auch wieder hier. Macht aber nichts. Das sind jetzt Rohstoffe, die habe ich noch gar nicht gesammelt. Das wird dann mit der Zeit kommen, schätze ich. Ah, warte mal kurz. Ach ja, nur Gegenstände. Entwicklung ist okay, da ist nichts Neues, dann werde ich mal ausruhen.
Wie schläft es sich wohl so auf diesem steinharten Dreckboden? Ich weiß. Sicherlich nicht gut. Dieser Mann hat seinen Freund umgebracht und verspeist. Als ich Soldat war, habe ich viele Geschichten über Belagerungen und Kannibalismus gehört. Einige davon waren wahr. Wer lange Hunger leidet, kann Schreckliches tun. Und Jacob litt fürchterlichen Hunger. So wie du. So wie ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal jemandem die Schuld geben würde. Zuletzt habe ich in der Armee getötet. Und mir geschworen, nie wieder zu töten. Es ist noch nicht zu spät, uns umzuentscheiden. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Vielleicht sollten wir das noch einmal überdenken. Ich weiß es doch auch nicht. Ich tue mich einfach schwer damit. Also, weißt du, aus einem entfernten Standpunkt, jetzt, wenn wir einfach auf diese Geschichte schauen, ist es immer leicht, das zu verurteilen, weil wir nicht wissen, wie es wäre, wenn wir es selber sind. Was würdest du tun in so einem Fall? Ich weiß es nicht. Man ist in einer anderen Situation, man reagiert anders, man ist anders vorbelastet aufgrund der Geschehnisse, man leidet. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich glaube, es wird nicht immer so einfach sein wie mit Jacob, da einfach zu entscheiden, ja, okay, er hat jemanden umgebracht, er hat ihn noch gegessen. Was ganz ehrlich, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde, weil das jeder wahrscheinlich machen würde, wenn er extremen Hunger leidet. Dann schaltet das Gehirn einfach die Moral aus. Und aber ich denke, vielleicht müssen wir auch mal irgendwie, müssten wir jemanden umbringen, der gar nichts getan hat, der eigentlich unschuldig ist. Und dann wird es richtig schwer. Ich nahm ein Leben. Und das ist nichts Nichtiges, auch wenn er es verdient hat. Vielleicht sollten wir noch einmal darüber nachdenken. Wenn ich aufsteige, werden wir getrennt sein. Für den Rest deines Lebens. Vielleicht für den Rest der Ewigkeit. Niemals wieder werden wir Seite an Seite stehen. Dieses Wir, das, was wir beide haben, wird aufhören zu existieren. Ach nein, jetzt muss ich... Ich will da zocken. Red wird Antean einen Eid schwören und gemeinsam werden sie ihr Schicksal wählen. Deine Entscheidungen bezüglich des Abschlusses wirken sich auf deine Chancen aus, das Versprechen zu erfüllen, das sie einander gegeben haben. Denk daran, du hast die freie Wahl. wie du eine Spukermittlung abschließt, unabhängig von dem Schwur, den du geleistet hast. Du musst aber auch bereit sein, die Konsequenzen deiner Entscheidungen zu tragen. Du hast die freie Wahl, sei ruhig, Spiel. Konsequenzen, ja, ist okay. Ach Mann, ich will das nicht schwören, dann ist sie mir böse, wenn ich mich dagegen entscheide. Red schwört, dass Antheas Geist helfen wird, diese Welt friedlich zu verlassen. Dafür müssen sie zuerst ihren Körper aus dem Gemeindezentrum von New Eden holen. Red schwört, dass Anthea dabei helfen wird, wieder ins Leben zurückzukehren, sobald sie ihren Körper aus dem Gemeindezentrum von New Eden geborgen haben. Um seinen Schwur zu halten, muss Red zunächst so viele Siedler wie möglich mit einem Ritual der Schuld opfern. Weißt du, moralisch richtig wäre das hier, aber... Ach komm, wir spielen das anders. Wir spielen das nicht moralisch. Es wird schrecklich werden. Es wird schrecklich werden, aber... Ich muss ja nicht alle opfern. Ein Großteil hat es geheißen. Weißt du was? Ich spiele das so, dass er nicht von ihr lassen kann. Es ist ein dummer menschlicher Fehler. Er will sie nicht verlieren. Wir können das alle nachvollziehen. Ich werde Red dieses Schicksal hier aufbürden. Wir gehen für die Wiederaufstehung. Auch wenn es schrecklich werden wird. Ich werde vielleicht dann noch einmal alleine spielen und dann hier eher diesen Weg einschlagen, aber komm. Oh. Gut, dann hätten wir das abgehakt. Danke. Ich hoffe, du bereust es nicht. Hoffe ich auch nicht. Bald werde ich mir mein Leben zurückholen. Vielleicht geht's auch fürchterlich in die Hose und er stirbt am Schluss. Dafür werden wir den höchsten aller Preise bezahlen. Wir Verbanner mögen es Schuldzuweisung nennen, aber im Herzen wissen wir, dass wir Leben auslöschen. Wie viele? Ich weiß es nicht. Vielleicht zu viele, um sie dir aufzubürden.
Ich will, dass wir wieder zusammen sind, Red. Ich will Rache an dem Ding nehmen, das mich getötet hat. Ich will leben. Das will ich auch. Von ganzem Herzen. Kein Preis ist zu hoch dafür. Ich werde es tun. Ich schwöre auf meinen Eid, meine Liebste. Ich werde dich von den Toten zurückholen. Ich werde das versuchen, aber irgendwo gibt es eine Grenze. Ich muss mir die nächsten Spurkermittlungen mal anschauen, wen ich dann da opfern soll und was die getan haben. Wenn das unschuldige kleine Kinder sind, dann hört es dann irgendwann mal auf. Und dann wird aber auch ein Tee hoffentlich ein bisschen einlenken. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier nicht opfere, dann wird es mir das jedes Mal übel nehmen, weil ich das halt geschworen habe. Aufgabe gestartet, die Waldbewohner zur kaputten Brücke gehen. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Schwur geleistet, Alter. Leckt mich doch am Arsch. Geht immer noch eins vom Strang, aber warum gehen dann hier zwei von einem Strang? Das verstehe ich irgendwie nicht. Hier gehen zwei von einem Strang. Gut, dann mache ich das mal. Das passt schon. Das passt schon. Oh, hier geht nur eins, oder was? Oder vielleicht erst, wenn alle frei sind, kann man zwei wählen. Ich habe das noch nicht ganz... Ich habe noch nicht ganz durchgeblickt, wie das funktioniert. Aber egal. So, wir verlassen mal Jacobs Bude und gehen weiter. Ich fühle mich äußerst unwohl mit diesem Schwur. Du hast die freie Wahl. Ach, Mann. Gehen wir zurück zur Brücke. Ich fühle mich wieder gestärkt. Mal sehen, ob ich mit den Spektralspuren recht hatte. Ja, sie hat auch eine Seele in sich aufgenommen, sozusagen. Ist das überhaupt richtig, oder? Das ist doch gar nicht richtig, oder? Wo ich jetzt hingehe, oder? Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Vielleicht kann ich auch hochklettern irgendwo. Wie kriege ich das Fass runter? Ich kann ja nichts werfen. Naja. Ich glaube, der Weg passt schon. Es gibt sicherlich mehrere Wege. Also gut. Ich glaube, ich kann hinüberspringen. Deine Verbannerringe werden helfen. Kannst du die Stelle finden, wo die Flecken aufeinandertreffen? Ja, ich schätze schon. Oder auch nicht. Spuren ausrichten, hä? Aha. Das sieht schon mal besser aus. Ah, warte mal. Das Seil ist bisher schon ganz schön hilfreich. Komm schon, das ist doch ausgerichtet. Na also, geht doch. Komm mit. Alles in Ordnung. Ging mir nie besser.
Jetzt braucht sie dann gleich wieder eine Essenz. Das heißt, ich muss wieder jemanden opfern. Ach du Schande. Also so springe ich hin und zurück. Ah, okay. Ich kann jetzt hier die Brücke überqueren. Einfach wortwörtlich per Geisterhand. Hier abseilen oder wie? Alter, was? 3 Kilometer jetzt? Alter. Muss ich denn jetzt hin, verdammt? Das ist ja gar nicht auf der Map. Alter Falter. Die Waldbewohner. New Eden Town. Ach, wieder, schon wieder zurück? Echt? Na gut, das wird ein langer Weg, schätze ich. Puh. Geht er hier runter? Ich weiß es nicht. Ja, geht er. Aber die Frage ist, soll ich hier runter? Ja, auf die Karte muss ich jetzt nicht. Also da war ich vorhin, oder? Ach, das ist gar nichts. Das ist nur... Das ist der Weg wieder nach unten, wo ich vorhin war. Ich habe das ja gesehen. Da muss ich jetzt nicht runter. Das bringt nichts. Und wenn ich es dann doch nochmal muss, kann ich immer noch ein Seil herrichten. Rechts oder links? Hier ist jetzt der Weg, okay. Also der Weg ist ja ziemlich... Der Dark Woods ist auch schön. Ob wir den Hexen hier begegnen, ist eine andere Frage. Das war ein gewagter Sprung. Geisterkräfte sind faszinierend. Aber ich komme mir so unbeholfen vor. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Du wirst sie ebenso meistern, wie du alles andere gemeistert hast. Na, hoffen wir es. So, hier müsste gleich ein Fragezeichen kommen. Hier geht's auch nicht weiter, soweit ich sehe. Einen Weg auf die andere Seite finden. Der andere Weg wäre wahrscheinlich da hinten rausgekommen. Wo war jetzt das? Benutze mit Antea deinen Phantomsatz L1, um in den Kampf einzugreifen und sofort in die Nähe deines Ziels zu gelangen. Eine solche Manifestation verbraucht Geisterpunkte und benötigt eine Abklingzeit, bevor sie erneut benutzt werden kann. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz! Fort mit dir! Na komm, Wölfchen. Sie sehen echt aufgeregt aus. Was siehst du? Irgendwas, was uns weiterhilft? Spektrale Aktivitäten. Du hast eine Ansammlung spektraler Aktivität gefunden. Als Verbanner obliegt es dir, diese Gefahr zu bannen. Deine Lebenspunkte und Sudleitungen werden zu Beginn und nach Abschluss einer solchen Begegnung vollständig wiederhergestellt. Durch das Eliminieren einer solchen Ansammlung erhältst du dauerhafte Boni auf deine Stärke, Attributpunkte. Mit den richtigen Worten der Macht könntest du die Schemen in der Nähe dazu zwingen, sich zu zeigen. Also, erzwungene Manifestation. Noch Kuhain.
Verstärkung! Du musst schneller werden. 100 Mal. Noch mehr. Ich krieg das auch allein hin. Schnell. Diese Irrlichter sind so fies. Da ist noch einer. Versuch's mal damit. Der hier wird geschützt. Er hat es auf dich abgesehen. So ein Brocken ist nicht einfach zu kauen. Hier, das ist für dich. Mist. Jetzt sind sie aufgebracht. Ein fieser Brocken. Seit wann sind Leichen so zäh? Mann, ist der stark. Gute Güte, du bist ja zäher als eine Kakerlake. Dieser Wolf ist so stark, ey. Versuch es noch einmal. Du bist im Visier. Hat er ihn irgendwie verstärkt oder so? Er hier wird geschützt. Ja, hab ich mir gedacht. Toll. Ich glaube, wir haben einen nachgetroffen. Ah. Oh. Was siehst du? Irgendwas, was uns weiterhilft? Macht erhöht. +1 auf alle Attribute. Nest besiegt. Das war ein harter Brocken. Und der Wolf war geschützt. Ich konnte dem gar nichts anhaben. Das habe ich viel zu spät realisiert. Aber der Kampf war nicht schlecht, ne? Aber das war ein harter Brocken. So. Die Belohnung war aber auch angemessen. Immer noch einen anderen Weg finden. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Ach, da drüben. Was hängt denn der Typ hier um? Hier sind Spuren. Wenn die Ausrichtung stimmt, können wir hier vielleicht springen. Du sagst, wo es lang geht. Ich bin nur der Handlanger. Oh, 8 Realenstücke. Cool. Ah, hier sind Spuren, okay. Na gut, dann springen wir wieder. Ein geisterhafter Sprung. Es ist noch cool, im Kampf zu Antea zu wechseln, weil dein Red so ein bisschen geschützt ist. Weil Antea kann man ja eigentlich nichts mehr anhaben. Wenn man kein Verbanner ist, natürlich. Die Frage ist auch, ob wir mal auf andere Verbanner treffen. Das wäre noch nice. Und eine weitere Frage ist, wie viele Verbanner gibt es überhaupt noch? Hier. Ganz schön hoch. Vertrau mir. Das kriegen wir hin. Geschafft. Ach, erinnere mich beim nächsten Mal daran, die Augen zuzumachen. Und nicht zu kotzen. Kann ja sein, dass einem bei dem auch schlecht wird, wenn man kein Geist ist. Zurückgelassenes Tagebuch. Wir schreiben das Jahr 1695. Dessen zumindest bin ich mir sicher.
Den New Smiths zu folgen, war ein Fehler. Nachdem wir unsere Häuser verlassen und bei Regen und Wind durch den finsteren Wald stapfen mussten, erreichte unsere Gruppe ein altes Jägerlager. Die Brücke nach Boston ist kaputt und wir können nicht weiterziehen. Diese Flucht in die Freiheit war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Erinnerungen an unser Zuhause in New Inntown verblassen von Tag zu Tag mehr. Wir hatten dort Freunde und Nachbarn, jetzt nicht mehr. Das Gelächter der Kinder schallte durch die Gänge der Schule und wir hatten ein Gemeindezentrum mit einem Pastor, der sich wirklich um uns kümmerte. Jetzt nicht mehr. Also so schlecht war es wahrscheinlich nicht, dass sie gegangen sind. Als wir mit Fixkins Gruppe aufbrachen, kehrten wir New Inntown, ein Dorf, das wir einst aufgebaut hatten, den Rücken. Aber Fixkin war ja wieder da. Die Dame mit der Flinte, mit dem Gewehr. Ich vermisse unser Zuhause zutiefst. Beth geht es ebenso. Aber wenn sie versucht, es nicht zu zeigen... Wir werden zurückkehren. Wir packen erneut unsere 7 Sachen und gehen zurück in unsere Heimat. Was immer durch den Wald streift, kann sich zum Teufel scheren. Möge Gott uns beistehen. Vom Regen in die Traufe. Was ist da drüben? Da komme ich ja nicht hin, oder? Nein. Naja. Schade eigentlich. Vielleicht, wenn man das Skelett da drüben abschießt. Ich weiß es nicht. Ich lasse das mal. Wir gehen weiter. Das war das Fragezeichen. Das Nest war das Fragezeichen. Okay, interessant. Gut. Der dunkle Wald. Na toll. Flucht. Alles in Ordnung? Sobald ich nicht mehr kopfüber hänge. Was war das? Eine Schlingfalle. Jacob Lynn sprach von einem Jägerlager. Es könnte in der Nähe sein. Etwas ist hier. Was? Lebendiges? Ja. Na toll. Ah, das ist ja super. Wer seid ihr? Und woher kommt ihr? Ich komme von New Edentown. Dann seid ihr furchtbar weit gereist, werter Herr. Wer seid ihr? Ich bin Red McGrath. Die Stadträte von New Edentown haben mich angeheuert. Ich bin Verbanner. Seid ihr nicht mit dieser anderen Person im Gemeindehaus ums Leben gekommen? Ich bin in die Fluten gestürzt und wurde davongeschwemmt. So habe ich überlebt. Nun, bis jetzt jedenfalls. Das erste Mal, dass ich einen Verbanner sehe. Ich hätte mehr erwartet. Könnten wir diese Unterhaltung eventuell fortsetzen, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe? Hey, immer mit der Ruhe. Hört auf zu zappeln! Stillhalten, habe ich gesagt. Ich will sehen, wie ruhig ihr bleibt, wenn auf euch geschossen wird. Wenn das so ist, Verbanner, könnt ihr euch ja selbst aus der Falle befreien. Was? Wie? Nein, wartet! Unser Lager liegt unten am Hügel. Ich werde dort auf euch warten. Kommt zurück! Scheiße! Ich nehme an, du kannst mir nicht helfen, oder? Das war unterhaltsam. Schön, dich lächeln zu sehen.
Warte. Da ist etwas. Was Lebendiges? Nein. Ein Knochenwandler. Er hat uns Scheiße! Du schaffst das. Bitte. Knochenwandler. Blockhaltung. Wenn Gegner blocken, kannst du ihre Verteidigung mit bestimmten Angriffen durchbrechen, wie zum Beispiel Reds aufklärende Angriffe, Antheas Manifestationen, perfekte Wechsel. Wo kommst du denn her? Ah, Tom. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Und bleib tot. Puh. So. Ich glaube, die andere, die Jägerin, war beleidigt. Aber ganz ehrlich, warum? Sie hätte ja ihn auch so befreien können, ohne zu schießen. Man hätte ja auch ein Messer nehmen können. Wir wären ja fast gestorben. Wenn wir kein Verbanner gewesen wären, wären wir gestorben. Respektive hätten wir Anthea nicht gehabt, wären wir gestorben. Und nur weil sie beleidigt war. Dumme Kuh. Oje. Zum Abschluss bringen. Die Verbanner wurden dem genialen Dämonologen Henry Bouguet zufolge ursprünglich als Exilanten bezeichnet und sind wahrscheinlich Erben der Ahnentradition der Bettelpriester des alten Griechenlands. Habe ich das nicht schon gelesen? Nee, was ähnliches, glaube ich. Wie auch immer ihr Name, ihr Titel und ihre Methode lauten mögen, ihr Hauptziel hat sich nicht geändert. Sie wollen den Abschluss bringen. Vom lateinischen Clodere und dem altfranzösischen Closure, keine Ahnung, ob das ausgesprochen wird, was so viel wie Umzäunung eines Feldes oder Gebiets bedeutet. Daher sahen die meisten Menschen sie wohl als gutwillig an, so wie die Benandanti in Nordostitalien jahrhundertelang als nützliche und wohlwollende Hexen gesehen wurden. Sie reisen und werden dafür bezahlt, Probleme zwischen den Lebenden und den Toten zu lösen. Sie kommen, um jeden Spuk ein Ende zu setzen, indem sie für einen Abschluss sorgen. Henri Bouguet würde es als eine sündige Neigung, sich mit dem Unheiligen zu befassen, bezeichnen. Aber dem möchte ich hinzufügen, dass sie den berechtigten Wunsch haben, die Wurzeln des Bösen zu vertreiben. Aus der Sicht der Verbanner ist eine Spukermittlung eine nicht beendete Geschichte, die auf ihren Abschluss wartet. Dieser Abschluss, wie sie ihn nennen, erfolgt, wenn ein Verbanner die an einer Spukermittlung beteiligten Personen versammelt, um die Vorkommnisse offen zu legen und zwischen verschiedenen Ritualen zur Erlösung eines Problems zu wählen. Mit dem Abschluss sind die Gegensätze bereinigt, mehr oder weniger schmerzlos für alle Beteiligten. Der Verbanner behauptet, mit Hilfe eines Erlösungsrituals den Geist von dem Grund zu befreien, warum er oder sie geblieben ist. Unerledigte Angelegenheiten, gegebene Versprechen, Ärger, Groll, Liebe, was auch immer. Die kraftvollen Worte des Verbanners sorgen für die Befreiung dieser Bindung über den Tod hinaus, sodass der Geist nun aufsteigen kann. Symbolisch gesehen wurde der Geist erhöht, ihm wurde vergeben, er wurde geführt oder besänftigt
und er kann nun friedlich gehen. Um einen Geist zu befreien, muss ein Verbanner verstanden haben, was auf dem Spiel steht, sowie den wahren Grund erkennen, warum der Geist geblieben ist. Dies ist wohl der umstrittenste Teil ihres Handwerks, denn mit keiner Kreatur aus der Grube soll eine Absprache gemacht werden. Das Durchführen eines Verbannungsrituals sollte für einen Verbanner genau aus diesem Grund immer vorteilhaft sein, um sich mit dem wahren Ursprung ihrer Tradition und ihrer Verwendung zu vereinen. Der Verbanner verliert keine Zeit damit, den verfluchten Geist höflich zu bitten, sanft zu gehen. Stattdessen wird der Geist gewaltsam fort, zurück in den Abgrund. Sollte hier der Satz nicht noch weitergehen? Egal. Zurück in den Abgrund. So wird richtig mit dem widerspenstigen und teuflischen Spross umgegangen. Dieses Ritual sollte bei jedem Geist durchgeführt werden. Eine Diskussion oder Untersuchung sollte dann nicht mehr vonnöten sein, wenn der besagte Geist unverhohlen feindselig ist oder hinterlistig um unsere Gnade bettelt. Von den Verbannern, den historischen und heidnischen Wurzeln ihres strittigen Wissens von Fairfax Haskell. Oh, das war ein langer Text. Pyrit und Wiesenkerbel. Jetzt gehe ich mal rein. Oh, eine Truhe. Und eine kleine Notiz. Notiz eines alten Jägers. An die Mistkerle, die hier alles mit ihren beschissenen, verdorbenen, halb aufgegessenen Fraß und ihren beschissenen, kaputten, scharfkantigen Pfeilspitzen und was weiß ich verdrecken. Ihr seid eine Schande. Hier war schon lange niemand mehr, alles verrottet. War in diesem knochigen Typen auch ein Schemen drin, dass der wieder laufen konnte? Vielleicht war das so eine Art einfach eine Leiche, ein totes Skelett, das dem wieder Leben eingehaucht wurde. Durch die Schemen. Armband der Harmonie. Das geht natürlich jetzt nicht übers ins Lager. Das ist was Neues, ne? Wo hat sie überhaupt das Amulett? Ich sehe das gar nicht. Wo ist es? Komisch. Hängt das irgendwo an ihrem Gürtel oder wo? Ich weiß es nicht. Naja. Die Bannringe sind klar. Ich glaube, man sieht es gar nicht. Weil es ein Geist ist vielleicht. So. Das Lager erreichen. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Da vorne tut sich was. Gut, da tut sich was. Wir werden es in der nächsten Folge herausfinden. Das Lager ist da drüben. Und dann schauen wir mal, wie die Lady drauf ist. Bis zum nächsten Mal bei Banishers, Ghosts of New Eden.